Die haben mit Sicherheit Gefühle, aber es trauert auch nicht jeder gleich. Also das ist ganz unterschiedlich. Es kann sich einer total in die Ecke verziehen, der kann auch apathisch werden. Der andere, der nimmt das einfach so cool hin. Also da gibt es genauso viele Unterschiede wie bei Menschen. Die Wissenschaft bezweifelt das nicht mehr grundsätzlich und erforscht inzwischen intensiv die Gefühlswelt der Tiere. Die Ergebnisse der nächsten Jahre werden die Haltung der Gesellschaft zum Umgang mit Tieren sicherlich beeinflussen. Das Problem ist nur, wenn wir ihnen wirklich zugestehen, dass sie Gefühle haben, dürfen wir sie dann noch essen? Wer noch nicht überzeugt ist, dass Tiere fühlen, der muss sich nur einmal vor ein Affengehege im Zoo setzen. Denn dort kann man mit ein bisschen Glück ganz Erstaunliches hören und sehen, nämlich wie Affen lachen. So hört es sich an, wenn ein Bonobo lacht. Und so kichert ein Gorilla. Forscher haben die Lacher von Kindern und jungen Menschenaffen verglichen. Ihre Methode? Die Probanden kräftig durchkitzeln. Mit Tonaufnahmen wollen sie die Entstehungsgeschichte des Lachens erforschen. 10 Jahre lang kitzelte ein internationales Forschungsteam in verschiedenen Zoos in Europa und Malaysia. Orang-Utans, Bonobos, Schimpansen und Gorillas. Sie zeichneten insgesamt 800 Lacher von 21 Affen und 3 Menschenkindern auf, um sie zu analysieren. Ihre Kriterien? Wie lang dauert der Lacher? Wie verhält es sich dabei mit der Atmung? Wird mit Vokalen wie E oder A gekichert? Wie stark ähnelt das Affenlachen dem menschlichen Lachen? Ja, wenn wir uns das menschliche Hahaha mal zu Ohren führen, dann hören wir heraus, dass das menschliche Lachen aus einzelnen Silben besteht, die staccatoartig aneinandergereiht werden. Und genau das Gleiche finden wir auch bei Menschenaffen. Und zwar bei allen 4 Arten, dass diese Kitzelvokalisationen aus Silben bestehen, die staccatoartig aneinandergereiht werden. Die Verhaltensforscher haben die Schallfrequenzen der aufgezeichneten Menschen- und Affenlacher verglichen. Das Ergebnis der Forscher? Ähnlich wie der Mensch lachen Bonobo und Schimpanse. Sie haben eine vergleichbare Lachmelodie, das Ha-Ha-Ha. Anders beim Gorilla und vor allem beim Orang-Utan, der eher hechelnd lacht. Dem Menschen verwandtschaftlich am ähnlichsten sind die Bonobos, das sind die Zwergschimpansen. Und die Menschenaffenart, die uns am unähnlichsten ist von allen Menschenaffen, sind die Orang-Utans. Und genau das kommt auch in der Stimmqualität ihres Lachens zum Ausdruck. Das heißt, je verwandter der Affe dem Menschen, desto menschenähnlicher sein Lachen. Und so soll sich das Lachen im Verlauf der Evolution entwickelt haben. Dem Menschen am unähnlichsten lacht der Orang-Utan. Es folgen Gorilla, dann Schimpanse und Bonobo, deren Lachen immer menschenähnlicher klingt. Und schließlich der Mensch. Dieser Lachstammbaum der Forscher entspricht der stammesgeschichtlichen Entwicklung, nach der vor 12 bis 14 Millionen Jahren der Orang-Utan entstanden ist, vor 7 bis 8 Millionen Jahren der Gorilla. Vor 6 Millionen Jahren haben sich Schimpanse und Bonobo von der gemeinsamen Linie des Menschen getrennt. Für die Forscher ist klar, der gemeinsame Vorfahr von Affe und Mensch hat gelacht, das sogenannte Urlachen. Das Urlachen muss ganz ähnlich geklungen haben, wie wir das beim Orang-Utan heute hören. Denn der Orang-Utan ist ja der Menschenaffe, der vom Menschen am weitesten entfernt ist. Dessen Lachen klingt auch unserem Lachen am unähnlichsten. Und so ähnlich müssen wir uns das Urlachen auch vorstellen. Einen Schritt in der Evolution des Lachens haben die Affen nicht mitgemacht. Sie lachen sich weder gegenseitig aus, noch lachen sie aus Schadenfreude. Doch, wir haben jetzt auch nichts mehr zu lachen. Wir sind am Ende von Nano, aber es ist noch lange nicht Schluss.
Alle zwischen 16 und 18 Jahren haben nämlich noch die Chance, sich fürs NanoCamp zu bewerben. Unsere Forschungswoche, die dieses Jahr in Berlin stattfindet. Bewerbt euch auf nano.de. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen wieder. Bis Nano. Im NanoCamp eine Woche lang die Wissenschaft herausfordern. Mach mit beim NanoCamp, wenn du naturwissenschaftliches Interesse hast, du Bock auf nette Leute hast und wenn du kein Weichei bist. Du solltest keine Probleme mit Feldbetten, Gruppenduschen und Spannern haben. Bewirb dich jetzt bis zum 21. April, wenn du zwischen 16 und 18 bist, für das NanoCamp in Berlin.